Hallo und gestern zurück zu Cities Skylines in unserer 80.000 Einwohnerstadt, wo wir mittlerweile auch eine Menge Platz zur Verfügung haben und den werden wir hoffentlich in absehbarer Zeit aufbrauchen, dadurch, dass wir einige Ideen, Wünsche und Pläne umsetzen. Ein paar natürlich spielen sich auch hier ab. Zum Beispiel wurde mehrfach unterstützt gewünscht sozusagen, dass wir das Perlenviertel ein bisschen aufwerten in ein dichtes Gebiet. Bin ich absolut bei euch, dass wir das machen werden. Kein Thema, das passt tatsächlich mittlerweile dank dem Rehkitzviertel hier nicht mehr ganz ins Bild. Aber Matsch wollte man ja auch verlegen und mittlerweile bin ich der Überzeugung, ich baue es hier hin zwischen die Bahntrasse und der Autobahn. Dann haben wir hier zwar keine Industrie mehr auf der Stadtseite oder auf der Seite vom Fluss, aber wir können da oben ja in Richtung Maulbeerplatz noch ein bisschen Industrie bauen oder vielleicht da hinten raus. Würde sich es eventuell ganz nett machen, da im Tal. Kommt natürlich darauf an auf die Bodenressourcen. Und da hätten wir hier zum Beispiel Erz. Hier hätten wir die Chance, ein bisschen Waldindustrie zu machen, Holzindustrie. Also da, glaube ich, ein gutes Gebiet. Da hinten haben wir dann auch Landwirtschaft. Allerdings brauchen wir noch so einen kleinen Korridor sozusagen, um da hinzukommen. Eventuell auch den Hafen hier hinzulegen. Eine Bahnstation muss da hinten rein oder ein Güterbahnhof. Und hier ist einfach momentan zu viel los, punkto Gleise. Ich glaube, das werde ich als erstes angehen und das Ganze ein bisschen auflösen. Und ich habe mir gedacht, wir könnten direkt hier eigentlich an die Hauptstrecke anschließen von der Bahn. Und ich traue mich jetzt doch noch einmal sozusagen und baue da einen Bahnübergang. Mal schauen, ob sich das rächen wird oder nicht. Sonst ist es ja, wie wir mittlerweile wissen, schnell rückgängig gemacht. Und ja, ich würde sagen, einfach direkt da rein. Den Teil können wir ruhig abreißen, brauchen wir dann nicht mehr. Und hier müssen wir es noch irgendwie anschließen. Ich würde sagen, einmal so. Und einmal machen wir es so. Passt. Gut, dann ist das mal versorgt. Die Strecke hier, von der können wir uns dann eigentlich trennen. Für den Moment würde ich sagen, werden wir sie da mal auflösen, dass wir den Platz haben. Genauso wie ich glaube, es sich langsam anbieten würde, da die Stromleitungen mal zu entfernen. Zumindest für den Moment, solange wir hier umbauen. Dann geht es eh durchs Industriegebiet durch. Und ich glaube, jetzt schalten wir kurz auf Pause für die restlichen Gleise. Da hätte ich nämlich gerne einfach hier gerade runter verlängert. Und mit gerade meine ich wirklich gerade. Mal schauen, wo wir da rauskommen, ob mir das passt. Ja, eigentlich ganz okay. Dann haben wir hier diesen Korridor, den ich wollte, wo wir eben rauffahren können. Vielleicht mit einer direkten Straße bis zum Hafen. Dass die LKWs da aus dem Industriegebiet zum Hafen runterfahren können. Und damit da auch der Hafen Platz hat. Und ich habe mir erlaubt, vor der Aufnahme kurz zu schauen, wo wir den Hafen überhaupt platzieren können. Viel weiter rein wie hier können wir nicht. Könnt ihr nochmal schauen, da ist da gleich mal Schluss. Also hier heißt keine Routenverbindung möglich. Also es ist zwar auch eine Fehlermeldung da wegen den Gleisen, aber selbst wenn die weg sind, wären wir zu weit weg. Also es geht nur mehr irgendwie hier. Das heißt, ich baue tatsächlich da oder da hin und wir bauen da eben so eine Straße rauf. Ich glaube, vielleicht hier macht es sich eh nicht so schlecht, aber das sehen wir noch. Allzu weit vom Industriegebiet weg lohnt ja auch nicht, weil dann zählt die Frachtkapazität, die der Hafen bringt, nicht für die Industrie und die Industrie braucht die Frachtkapazität, zumindest für den Fall, dass wir bei der Industrie eben aufsteigen wollen. So, ich glaube, die Brücke werden wir auch neu bauen. Mal schauen, ob wir da halbwegs nett drüber kommen. Ich lasse mal kurz die Züge despawnen. So. Die werden wir auch gerade bauen. Mal schauen, ob das irgendwie was Nettes ergibt.
geht nach unten. Und da muss ich dann wieder ein bisschen nach oben. Na, könnte man noch ein bisschen besser hinbekommen. Schauen wir mal. Vielleicht hier auftrennen. Versuchen wir das mal. Ob das dann netter ausschaut. Schwierig. Wird vermutlich nicht so leicht, das Netz zu gestalten. Es ist das Maximum, wie wir es rausziehen können. Ja, bis hierhin. Oh, das lassen wir noch gelten, würde ich sagen. Da ist so ein kleiner Knick. Den könnte man gelegentlich noch verbessern, aber wer weiß, vielleicht komme ich dann nicht mehr über die Straße. Probieren wir es mal trotzdem. Ah, da ist er wieder. Wir können durch die ganze Brücke von da hinten weg nochmal neu ziehen. Jetzt ist der Knick hier in der Mitte. Okay. Ah, wird nicht besser. Wird nicht besser. Gut, dann lassen wir es so. Einmal, wo ist noch? Na. Ja, lassen wir so gelten. Okay. Hier werden wir das gleiche machen. Eher kompakt, würde ich sagen. Also kompakt wie möglich zumindest. Gut, das passt noch. Und jetzt müssen wir hier die Autobahn noch umbauen. Und das ist eine Sache, hier würde ich gerne bauen. Ich hätte es mir jetzt gerne mal probiert. Eine Turbine. In Deutschland glaube ich nicht ganz so gebräuchlich, wenn es mich nicht täuscht, eher in Großbritannien, aber möchte ich einfach mal gemacht haben. Allerdings, das ist so eine Sache für eher offscreen. Das heißt, ich werde jetzt hier nur eine grobe Variante machen von einem, das war nichts, von einem Autobahnkreuz. Heißt nicht wirklich dann das Endprodukt, sondern eben nur so eine Vorlage. Oder nur was Zweckmäßiges und dann eben wieder so eine Zeitraffer-Folge machen, wo ich eben die Autobahn oder das Autobahnkreuz dann endgültig baue. Und eben zwischenzeitlich machen wir die simple Variante. Heißt, halbwegs gut schätzen, wie viel Platz ich brauche dafür. Das sollte leicht genügen, dass wir das sozusagen auch reservieren oder sperren, den Bereich. Und hier drin werde ich mich dann austoben. Und eben in der Zwischenzeit einfach, damit es halbwegs funktioniert. Wobei, das ist dann eh schon fast eine Turbine. Weiß ich, da irgendwo reinkomme, heißt das. Also runter müsste ich irgendwann. Das könnte helfen. So, lässt er mich da jetzt rein. Da sind vermutlich Brückenpfeiler im Weg. Dann setzen wir noch ein Stückchen weiter hinten an. Falls sich das ausgeht. So mal nicht. Ah, so geht es sogar. Okay, perfekt. Ich bin die ganze Zeit im falschen Tool. Deswegen sind die Kurven so kurvig. Und nicht so eng, wie ich sie sonst gewohnt bin. So. Ja, ist fast schon eine Turbine, wie gesagt. So, da bin ich, glaube ich, auch irgendwie drüber gekommen. Mit ein bisschen Zaubern, jawohl.
Na gut, dann können wir es ja fast sogar schon so lassen, beziehungsweise wäre es wesentlich kompakter noch möglich, fällt mir auf. Da müssen wir jetzt halt auf die Brücke, aber ist auch nicht so schlimm. So, und da schaffen wir es jetzt nicht, oder wie? Das gleich zu machen. Wirklich nicht. Ungültige Form, okay. Versuche ich es mal mit meinem üblichen. Vielleicht mag es mich da lieber. Schade, komme ich da jetzt echt nicht drüber. So wie bei den anderen, vielleicht ein bisschen mehr Abstand. Ah, da war es irgendwie ganz kurz, ist mir vorgekommen. Hat mich getäuscht. Na sowas. Na, hilft nichts. Dann machen wir es hier so. Ich wollte sowieso dann etwas später nochmal verhübschen. Wobei es ist, glaube ich, keine Turbine, sondern ein Windrad, sagt man da, glaube ich, dazu. Ja, solange es funktioniert, soll es mir recht sein. Okay. Also, da sollte der Verkehr mal in alle Richtungen möglich sein. Lass uns mal kurz laufen. Und dann ist eben die Frage nach dem Industriegebiet. Das bekommt dann auf jeden Fall eine eigene Abfahrt, aber für den Moment fangen wir mal an, den Hafen einzuplanen. Hier ist die Frage, ob wir auch eine Abfahrt zum Hafen machen. Eventuell ja. Dann machen wir vielleicht hier die Zubringerstraße auf der Seite von der Bahn. Also mal schauen. Da hätte ich jetzt eigentlich ganz gern mal 6-spurige Einbahn. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eine richtig großzügige Straße Richtung Industriegebiet rauf. Ich versuche jetzt einfach ein bisschen was. Ob es das dann im Endeffekt bleibt, weiß ich noch nicht. Wobei, die könnte man eigentlich direkt dauerhaft erhöht führen. Also die geht sozusagen Richtung Hafen. Dann können wir auch hier rüber. Vielleicht nehmen wir da ausnahmsweise mal das Tool, das wirklich gerade Straßen macht. Wäre eigentlich ganz angebracht in dem Fall. Schaut vielleicht ein bisschen schöner aus, zumindest wenn es im Industriegebiet ist. Okay, Zugstau, weil, keine Ahnung, da oben gerade irgendwas nicht passt. Gut, das liegt offiziell außerhalb meines Wirkungsbereichs. Da hinten wird ja hoffentlich abgekürzt. Schaut eigentlich ganz gut aus. So, und jetzt brauchen wir eben da eine vernünftige Methode, um zum Hafen zu kommen. Von der Autobahn und vom Industriegebiet. Mal schauen. Bauen wir zuerst mal den Hafen. Wir dürfen nicht vergessen, die Linie da noch anzupassen. So. Eben da hinten geht es eh nicht mehr. Dann bauen wir den hier vielleicht dahin. Und es wird, jetzt ist die Frage, können wir hier schauen, nochmal von der Seite fahren sie ran und da, wo die Container stehen, fahren sie raus. Heißt, so raus, so rein. Also könnte man aus dem wieder problemlos eine Einbahn machen. Falls möglich oder auch nicht. Haben wir das hier nicht auch geschafft? Ah, na, das kleine Stückchen da ging ja nicht. Okay, nicht so schlimm. Und dann eben schauen wir, dass wir da
raufkommen. Jetzt hätte ich es gerne ähnlich gehabt wie, hier wollte ich gerade sagen, wie hier mit den Rechtsabbiegern, ohne dass man jetzt da irgendwelche Mods verwenden. Übrigens, apropos Mods, es gibt mittlerweile eine geniale Mod, um nicht nur Abbiegespuren einzustellen, sondern auch Ampelschaltzeiten und einzelne Ampeln für Abbiegespuren und Ampeln für Fußgänger. Also richtig super. Die ist gerade in Entwicklung. Vielleicht, wenn das Video kommt, ist sie schon fertig. Wer weiß. Aber die ist wirklich gewaltig gut. Müssen wir uns fast überlegen, ob wir die nicht dann beim nächsten Let's Play verwenden. So, ich hätte nämlich gern das ganze Rechtsabbieger-Thema hier auch wieder erledigt. Vielleicht blickt man dann doch auf. Wie gesagt, muss ein bisschen basteln. Ich hoffe, das stört nicht. Vielleicht blickt man dann doch auf in zwei Einbahnen. Mal schauen. Und da eben ist es mir jetzt durchaus recht, wenn alles ein bisschen kantiger wirkt. Wobei, parallel wäre natürlich auch hübsch. So, müssen wir die Richtung dann umdrehen. Schafft er das hier vermutlich nicht. So, da haben wir jetzt keine Ampel und hier sollte man eigentlich auch spätestens dann keine haben. Wenn wir es so machen. Okay. Na, gerade ist was anderes. Dann ziehen wir es mal von der Seite und drehen es dann um. So, mal schauen. Jetzt haben wir hier keine Ampel, hier keine Ampel und wir können hier schön die Auf- und Abfahrten so machen, wie ich mir das vorstelle. Heißt, wir können da rauf. Geht sich das aus? Na, Gefälle zu steil. Ja, weil es dann zum Hafen runter geht. Da müssen wir in dem Fall das Ganze andersrum bauen. Zu steil, zu steil, zu steil. So. So geht's. Da fahren wir also hier rauf und in der Hoffnung, dass ihnen das zu viel Weg ist, darüber zu fahren, wäre jetzt eben die Idee. Und ich hoffe, das schaut so nett aus, wie ich es in meinem Kopf gehabt habe. Dass wir hier eine Rampe rauf bekommen. Vielleicht wieder umgekehrt versuchen. Ah, ist leider ein Problem, dass hier das Gelände schon etwas abschüssig ist. Versuchen wir es mal so. Ich weiß, die Richtungen stimmen jetzt natürlich nicht, aber das kommt hoffentlich noch. Ah, es wird sich fast ausgehen. Wenn auch ein bisschen holprig, dann tauschen wir das Ganze aus. Schauen wir, ob das klappt. Ja, ich hoffe, ich verbrauche jetzt nicht zu viel Zeit zum Rumbasteln. Also da geht's rauf. In die Richtung. Und dann können wir hoffentlich hier anschließen. Ja, perfekt. Und jetzt würde ich auch gerne noch runter. Aber da können wir eben einmal direkt mehr oder weniger hier runterfahren, wenn es denn geht. Auch wieder zu steil.
wirklich zu steil. Hm. Ärgerlich, ärgerlich. So, vielleicht ein bisschen weiter außen. Da geht's nicht wegen dem Knick. Ja, auf einmal habe ich jetzt noch einen Fehler gemacht, wo sich eh was nicht ausgeht, was ich machen wollte. Eigentlich soll es hier dann theoretisch schon mehrspurig sein. Na, wobei, das passt noch mit den zwei. Das ist okay. Wie machen wir das jetzt? Dass wir da gut runterkommen. Man, prinzipiell müsste man mal so raus. Und runter. Falls wir da vorbeikommen. Gut, die Rampe ist ein bisschen lang geraten. Ich glaube, die ging kürzer. Also mit dem anderen Tool machen. Da ist der Brückenpfeiler, aber mit dem sollte man auch hoffentlich irgendwie herumkommen. So, falls er mich da anschließen lässt und nicht sagt, es ist zu kurz. Na, das ging noch, aber eben da runter, leider nicht ganz so einfach. Müssen wir ein bisschen einen Schwung einbauen, aber jetzt soll es mehr oder weniger passen. Schaut fast so aus, wie ich es gern gehabt hätte. Nicht ganz, aber ist ein recht ja, spektakulärer LKW-Terminal am Hafen geworden. Mal schauen, ob sich der dann auch lohnt. So, Wasser geht hier eh noch vorbei, allerdings offensichtlich nicht weit genug runter. Ja, dann brauchst du auf jeden Fall Verwaltungsgebäude am Hafen. Das ist schon mal fix. So, warum nicht? Und hier und eventuell auch hier eben einen Autobahnanschluss. Da bin ich aber noch beim Überlegen, wie wir den gestalten. So, das war nicht ganz die richtige Straße. Da müssen wir noch schauen. Und da oben entsprechend auch. Und da sind wir jetzt natürlich fast zu nah schon an den Bahngleisen. Aber das werden wir schon hinbekommen. Mal schauen, wie machen wir das dann in dem Fall, dass es nett ausschaut und auch gut funktioniert. Wir müssen auf jeden Fall rauf. Wir könnten es wieder mit Kreisverkehren versuchen. In dem Fall allerdings, glaube ich, ziehe ich da zwei Entscheidungen zurück, nämlich ganz so nah zu fahren. Und ich glaube, wir werden es auch ebenerdig in dem Fall machen, zumindest bis davor, wo dann die Brücke hin muss. Schauen wir, ob sie es so schaffen, wäre auch nett. Jawohl, sehr schön. Dann haben wir so wenig Platz wie möglich da verbraucht. Okay. Und dann hier und hier einen Kreisverkehr. Und mal schauen, ob der wird, wie ich mir den vorgestellt habe. Also das erste wäre mal gut, dass er rund ist. Die Bedingung ist mal erfüllt auf der Seite. Und dann hätte ich noch gern was versucht. Und ich weiß, da werden Fragen auftauchen, die sind schon mal aufgetaucht. Nämlich, wenn ich das Ganze so gestalte. Und hier mehr oder weniger auch noch eine Abfahrt. Warum ich zwei mache. Mir geht es einfach darum, dass die hier abfahren und über die Brücke wollen, nicht die ganze Runde fahren müssen. Und das wollte ich eben hier mal probieren, ob das halbwegs einfach klappt mit so einer Lösung. Ich bin mir nicht sicher, abgesehen davon, dass wir eben leider da wieder Eier produzieren.
Mal schauen, ob wir da irgendwie rankommen. Ja, ist ein bisschen eng da an der Stelle. Selbst mit der mit dem zusätzlichen Respektabstand zur Bahn. Theoretisch bräuchte man nur ein kleines Stückchen, das würde schon genügen. Vielleicht mal ohne es einsnappen. Auch ein bisschen einfacher. Oh ja, sehr schön. Mann, hier haben wir natürlich jetzt angezeigt, dass man links abbiegen kann, würde aber keiner machen. So, schauen wir mal, ob wir das noch enteien können. Vermutlich nicht wirklich. Wenn er mit dem Tool. Und halbwegs gut schätzen. Ja, ist okay. Gut. Gut, gut, gut. Und auf der anderen Seite dann mehr oder weniger dasselbe. Falls das der Platz zulässt. Okay, das ist schon mal kein Kreisverkehr geworden. Nochmal hier ansetzen. Soll ich doch nochmal mit dem. Da wird der Raster sogar helfen in dem Falle, gebe ich zu. Machen wir die Anschlüsse und schauen wir, wie sich es dann verbiegt. Vermutlich genug, dass man es nochmal neu machen muss. Nein, ich kann mit dem nicht umgehen. Ich habe mich so an das gewöhnt. Hilft nichts. Okay, ich behaupte mal einfach, das hat sich sowieso wieder verbogen. Und hier wollen wir noch runter. Okay, dann schauen wir mal, was da rausgekommen ist. Da ist mir ein Stückchen größer geraten auf der Seite. Wird dem vielleicht auch nicht schlecht tun. Ich lasse jetzt einfach mal so und schaue, ob es überhaupt klappt. Gut, auffahren auf die Seite ist natürlich dann etwas komplizierter, fällt mir auf. Und da wird auch die innere Spur nicht benutzt. Können wir denn irgendwie entgegenwirken? Da produzieren wir wirklich nur Ampeln. Ja, beziehungsweise hilft es uns auch nicht. Ja, man könnte zweispurig zwar rein, aber sonst passiert nicht viel. Ich lasse jetzt mal so und dann schauen wir, ob uns das hilft. Also Güterterminal ist mal schon in Betrieb. Und da würde ich es eben hier und schlussendlich dann da oben mit Industrie auffüllen. Kann man prinzipiell auch schon so ein bisschen damit starten. Mal schauen, ob wir uns da trauen sollen, da noch einen Anschluss machen. Immer ein bisschen riskant. Ich weiß. Da zu viele Anschlüsse zu machen.
So, dann machen wir hier, glaube ich, das Ganze wirklich mal mit einbahnen in wohlweislicher Voraussicht, dass hier sehr viel los sein wird. Wir können sie auch recht gezielt schon halbwegs dicht bauen. Die eine oder andere Seitenstraße kann man auch so machen. Das auf jeden Fall. Okay. Und dann beginnen wir eben so langsam mit der Verlegung des Industriegebiets in das Eck hier. Wir können ja für alles, was wir bauen, ein kleines Stückchen schon entfernen, beziehungsweise je nach Bedarf entfernen. Und was mache ich jetzt nochmal mit den Ressourcen? Genau, da werden wir Erz abbauen, da werden wir Wald machen und hier werden wir Gewerbe und Büros bauen. Gut, und so schnell geht eine halbe Stunde um. Mal schauen, was ihr sagt. Ist es ein bisschen mehr geplant, vielleicht wie sonst. Aber ich habe gute Hoffnung, dass da ein nettes Industriegebiet entsteht. Was noch fehlt, ist dann hier die Bahnstrecke etwas tiefer noch einzuplanen. Da können wir abseits der Hauptverbindung einfach eine direkte machen mit Bahnhof. Und, was ich auch nicht vergessen habe, der Bahnhof gehört noch angeschlossen und die Bahnstrecke darüber verlängert über Königspark hier ins neue Luxusviertel. Gut, dann haben wir es für dieses Mal. Strom werden wir im Moment von da drüben, glaube ich, holen. Und ich bin, wie gesagt, gespannt auf Kommentare. Und in der Zwischenzeit wünsche ich, wie üblich, alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.